Hallihallöchen und willkommen zu DSDS. Die Sims suchen den Superstar. Jawohl. Und wir haben einen Gewinner. Ich glaube, der klatscht ihm gleich ein Glas gegen den Kopf. Do, 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 do. La, la, la. La, Gurga, Gepnis, Chuf, Alarix, Nazeg, Chuf, Mazen, Chuf, Nazeg. Als über mich aufregen und dann selber. Nee, das musst du dir nicht bieten lassen, ja? Wo ist Clemens? Komm, geh nach Hause. Kannst du nicht einfach heimgehen? Wie komme ich heim? Wie viel hast du getrunken, Merlin? Wie viel hast du getrunken? Oh Mann. La 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 la. Do 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 do. Wie komme ich denn nach Hause? Ich möchte heim. Ich fühle mich nicht wohl. Kannst du nicht nach Hause? Aktionen. Do re mi fa sol la ti. Bitte, danke, hör auf. Kannst du nicht nach Hause gehen? Werf Schnee auf Clemens. Der hat's verdient, der alte Sack. Ja, ich glaube, Clemens ist gerade wieder kurz vorm Sterben. Wo ist der überhaupt? Was ist denn los mit dir? Ich wäre fast gestorben. Ja, aber alter Mann erfriert gleich. So schön nehmen wir den Tag. Warum bist du jetzt wieder da? Geh nach Hause, ehrlich, Junge. Ah. Wie komme ich nach Hause? Nach Hause. Nein, ich möchte nach Hause. Ich will doch nur nach Hause. Komm, wohl verbotene Wörter. Skafust! Du kommst nie wieder nach Hause. Nie wieder. Kann ich nicht irgendwie ganz weit rauszoomen? Reisen nicht möglich, da gesellschaftliches Ereignis aktiv ist. Muss ich jetzt wirklich was kaufen, bevor ich nach Hause darf? Komm, kauf den Klappstuhl. Und dann kannst du vielleicht nach Hause. Ach, ich darf nicht heim. Solange das noch läuft, das gesellschaftliche Ereignis. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ist das jetzt bald fertig? Ich will heim. Muss morgen arbeiten. Möchte nicht mehr. Weil er ein Geek ist. Okay. Okay, kannst du dem Herrn hier einen Streich spielen? Wo ist eigentlich Clemens? Da ist er. Nein, er ist weg! Nein! Komm, geh heim. Zurück nach Hause. Ab nach Hause, es wird Zeit. Ach du Scheiße, das war anstrengend. Um einen scheiß Stuhl zu kaufen. Oh Gott. So, an dieser Stelle muss ich auch nur kurz unterbrechen und werde es dann zusammenschneiden. Macht's gut, bis dahin. Und weiter geht die Folge ohne Hallihallo-Hallöchen. Ja, weil es ja mitten in der Folge, ne? So. Robotik ist abgeschlossen an Tagesaufgabe schon längst, ne? Eigentlich muss ich jetzt nur noch gut auf die Arbeit vorbereiten. Du solltest wirklich mal die Toilette benutzen. Easy going. Pinkeln kriegen wir gerade noch so hin. Dann ist das doch mal fertig. Und dann nimm dir doch mal bitte Reste. Und wenn du fertig bist, dann wirst du eine dampfende Dusche nehmen. Kurz deine Chronik überprüfen. Noch ein kleines Simstagrammchen machen. Und dann schlafen. Ja, im Stehen essen. Das ist noch gut. Ach, es war nur der Schatten, ne? Ja. Hergestellt von Justin Delgato. Kennen wir nicht. Der fliegt raus aus der Nachbarschaft. Clemens Frost möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Sorry, Clemens, heute nicht. Sonst gerne, aber morgen muss ich wieder arbeiten, ne? Ich meine, du bist mein Best Buddy, aber du musst wirklich sehr einsam sein, wenn du wirklich jeden Tag vorbeikommen möchtest. Was habe ich da gerade gegessen, weil Obstkuchen gegessen hat? Igitt, gibt's wirklich Sim, die dieses Obstkuchenzeug essen? Ich habe das Gefühl, der mag keinen Obstkuchen. Ich weine auch erstmal immer, wenn ich Obstkuchen esse. Der Bot ist schon fast fertig. Und wenn du aufwachst, räumst du auf und dann mal Reste nehmen. Wegen? Schreckliche Dusche, weil geduscht hat. Diese billige Dusche hat sich angefühlt, als würde sie statt beruhigendem Wasser Hagelkörner spucken. Hoppala. Sobald du reich bist und Money hast, kriegst du eine bessere Dusche. Ich find's schön, wie ich immer von der Person wechsle. Aber bin ich erste Person, aber bin ich dritte Person. Das Bild hat sich erfolgreich in die Weiten des Internets verbreitet. Was will man mehr? Merlin hat 12 Follower dazu gewonnen. Ja, ist echt sehr linear. Immer 12 Follower pro Bild. Ist einfach nicht aktiv genug, um Influencer zu werden. Ich wollte schon sagen, warum hat sich die Zeit gerade angehalten? Aber keine Ahnung. Jetzt sich angehalten, das sah bloß wie ein Schatten so aus. Ja, um 1 Uhr morgens bin ich auch immer ausgeschlafen. Aber man kann sich gut auf die Arbeit vorbereiten. 100 Punkte für was? Jemanden anrufen. Weil der Feiertag erfolgreich abgeschlossen wurde. Toll. Okay. Habe ich jetzt zwar nicht so mitgekriegt, aber anscheinend schon. Irgendwie sind die Reste. Nicht so sättigend.
Kuchen. Zwing dir den Kuchen rein, er ist gratis. Dann noch mal gucken, was so geht. Dann noch ein bisschen Spiele spielen. Dann Zähne putzen. Jawohl. Läuft, können wir nicht jetzt schon auf die Arbeit gehen? Scheint noch nicht. Dann machen wir nochmal ein Nickerchen. Selbstsicher. Ja, schön. Was können wir jetzt noch machen? Dann machen wir nochmal. Zwei Bilder für die Simstagram-Story. Hashtag selbstsicher. Hashtag super gut aufgestanden. Hashtag ich putz jetzt mal. Das Waschbecken, das sieht nämlich grauslich aus. Wieder 12 Follower. Und nochmal 12 Follower. Läuft. Ja. Hunger ist auf der Arbeit weniger zu stillen als. Kurz nochmal die Zähne. Noch ein paar Minuten. Und dann nochmal Reste nehmen. Den Müll darfst du trotzdem gerne wegräumen. Alter. Ja, natürlich gehen wir zur Arbeit. Unwohl, unausgewogene Ernährung. Ja, wenn nur Kuchen da ist, muss man halt nur Kuchen essen. Und dann geht's ab zur Arbeit. Tschüss. Ja. Bei Boss einschmeicheln. Na, einfach nur fleißig arbeiten sollte reichen. Leimen haben wir nicht nötig, ne? Oder hat der Merlin nicht nötig? Hilfsbereitschaft oder Schadenfreude? Merlin hat bemerkt, ja, das ist genau der gleiche Text, wie den wir schon vorher hatten. Und letztes Mal hat Fehler beheben uns nicht geholfen, sondern wir lassen den Rivalen einfach versagen. Warum denn jetzt wieder eine Verschlechterung? Ein Fehler wie dieser bringt das gesamte Entwicklerteam in Gefahr. Der Chef von Merlin ist enttäuscht, dass er und der konkurrierende Kollege nicht gegenseitig ihre Arbeit überprüft haben. Das ganze Fiasko hätte vermieden werden können. Ja, wow. Ganz ehrlich, letztes Mal... Nein, Rechnung. Hat er eins auf den Deckel gekriegt, weil er ihm geholfen hat. Und jetzt hilft er nicht, dann kriegt er wieder eins auf den Deckel. Das ist natürlich auch ein toller Chef, wirklich. So viel. Das ist ein Mini-Haus, aber Grundstücksteuer, buff, die hat's in sich. Du hast 24 Stunden Zeit, deine Schulden zu begleichen, bevor wir deine Anlagen nach und nach abschalten. Du kannst bezahlen, indem du dein Telefon erlegst. Alter, das sind 24 Stunden. Manchmal öffne ich 48 Stunden lang meinen Briefkasten nicht. Ich kam nicht gut an den Briefkasten dran, aber ich habe es geschafft, die Post einzuwerfen. Viel Glück beim Rausholen. Ach so, wenn der so steht, dass man nicht drankommt, oder was? Verstehe. Eigentlich müssen wir jetzt noch befördern. Yeah! Merlin wurde befördert und ist nun Algorithmus-Azubi. Nice. Daraus ausführlich dazu. So, bitteschön. Ist er drangekommen? Ja, hat auch gleich bezahlt. Merlin wurde befördert und ist jetzt Algorithmus-Azubi. Er verdient jetzt 11 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 41 Simoleons pro Stunde ergibt. Er hat zudem folgenden Bonus erhalten. Experimenteller Party-Motivator, experimenteller Lernmotivator. 500 Simoleons. Die nächste Schicht beginnt am Dienstag um 9. Robotikfähigkeit muss auf 3 und programmieren. Ach du Scheiße. Das habe ich mir nicht vorgestellt als Ingenieur, dass man da programmieren muss. Anscheinend doch. Wie sieht's aus? Mal Reste essen.
meine, die ist schon unausgeglichen, die Ernährung. Am besten zweimal Reste essen. Und dann darfst du auch den Comedy-Kanal schauen. Lecker, lecker. Das hebt die Stimmung gleich. Der Spaß geht hoch. Eigentlich brauchst du auch einen Gaming-PC, ne? Das eigentlich, aber der passt hier absolut nicht mehr rein. Da müsstest du erstmal umziehen, dafür brauchst du erstmal mehr Geld. So lange musst du dann wohl Handyspiele spielen. Tut mir leid, Herr Zuckerlite. Tut mir leid. Clemens. Clemens, es tut mir leid, aber unter der Woche. Du kannst nicht ständig hier anrufen und vorbeikommen. Robotikfähigkeit erstmal auf 3, das wäre das Erste. Ich hau jetzt doch bestimmt wieder auf den Finger. Flapperbot. Yay, jetzt im Inventar. Was bringt der? Qualität normal. Alter, ist der klein. Oh, eine schöne Deko. Kann man mit dem was machen? Drücken, damit es redet. Gruseliges Spielzeug. Boah, die Reaktion des Spielzeugs war irgendwie gruselig. Okay. Er spielt. Urkomisch. Wegen Beförderung. Weil Fernseher geschaut hat. Ja, du könntest eigentlich Zähne putzen und ins Bett gehen. Kannst du auch im Stehen ein bisschen Fernsehen gucken? Macht ja nix. Find's auch schön, dass 10x Zähne putzen Duschen ersetzt. Kennt man ja. Okay. Ehrlich gesagt würde ich nach dieser Folge sogar wieder zurückwechseln auf die von Ehrenfels, vom Ehrenfeld. Einfach, weil die auch mal ein bisschen weiter müssen. Und Zuckerlide, also Merlin, hat jetzt erstmal seine erste Beförderung gekriegt. Hat schon tolle neue Freunde gemacht. Es reicht dann auch erstmal. Wie gesagt, das Alternativleben des Zauberers lässt sich auch schön auf seinem eigenen Kanal begutachten. Gibt keine Reste mehr. Trink dir mal eine blaue Milch. Auch ernsthaft. Das muss jetzt warten. Sind die Arbeitszeiten eigentlich gleich geblieben? 9 bis 18 Uhr, ja. Roll, Laffy, roll, Laffy, roll, Laffy. Oh Gott, das wird knapp. Ja, nehmen wir noch ein Thunfischsalat-Sandwich mit auf die Arbeit. Das ist eine gute Idee. Okay, wir gehen natürlich zur Arbeit. Aber erstmal muss das Klo noch fertig repariert werden. Ich hoffe, das schaffst du noch, wenn du mir noch ein Sandwich machen kannst. Schnell! Ach, als Ingenieur brauchen wir eher noch Geschicklichkeit als Programmieren. Aber gut, bei modernen Ingenieuren ist wahrscheinlich was anderes. Ja, Musik wieder angemacht. Nice. Nein, du musst es auch mitnehmen. Scheiß Ernst. Alter, macht sich ein Lunchpaket und lässt es stehen. Lässt es einfach stehen und geht. Wow. Einfach wow.
Oh, fleißige Arbeit hier. Ja, immer als Hunger hast. Darfst du dann öffnen, das Lunchpaket essen, das ihr gemacht hast? Melanie hat heute 369 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er tolle Arbeit geleistet. Das ist doch schön. Musik ist sehr interessant. Tobias vom Ehrenfeld möchte vorbeikommen. Selbstverständlich, Tobi, komm vorbei, kommst du ran? Eigentlich meine Konsole was, da könnt ihr auch zusammen spielen. Was? Könnt ihr echt mal machen. Er kann das mal machen. Konsole gönnen. Ein Grammophon, ernsthaft. Die bringen echt nicht viel Spaß, die Musikdinger hier, ne? Was 5, okay, ist das Beste. Also eine Karaoke-Maschine. So, hier sind hier auch Spielekonsolen dabei. Ne, nur Fernsehtische. Ah, doch, Spielekonsole. Goldbox, Spielekonsole. Unorthobox. Ah, Unorthobox. Kann man die da dazustellen, ja? Kann man den Müll nicht mehr irgendwo anders hinstellen? Das Haus. Dieses Haus. Es ist einfach zu klein. In echt wäre das wahrscheinlich sogar voll in Ordnung. Oh, guck mal, da komme ich schon angerannt. Kann gerade nicht, tanze gerade. Oh, in a souk, in a souk. Yeah, it's like a danced. Ist jetzt in Büchern blättern? Weißt du, ich tanze hier, mir voll einen ab. Ich kann ja nicht spielen mit. Kommt nicht hin, weil der Tisch im Weg ist. Doch, wir müssen jetzt mal aufräumen, das geht so nicht. Da ist ein Teller. Hat irgendjemand seinen Obstkuchenteller stehen lassen? Dann ist die Werkbank im Weg. Okay, wir räumen jetzt erstmal um. So, Inventar. Inventar, weißt du, kauft sich eine Spielekonsole für wer weiß wie viel. So. Oh Mann. Nächstes Mal ziehst du für ein größeres Haus. Das kannst du aber glauben. So jetzt aber, oder? Kokett, bitte. Wegen der Werkbank kommt ihr nicht hin. Geh, unterhaltet euch halt einfach. Ja, beschwer dich mal, dass der Fernseher zu klein ist. Ich finde es schön, dass Leute vorbeikommen und die machen einfach gar nichts. Ja, ich habe mir jetzt so eine geile Kunstfigur gekauft und ja, geh halt einfach weg an den Kühlschrank. Danke, dass du dich so für mich interessierst. Sprache. Es klingt sogar ein bisschen wie Englisch. Well, it's a, for those, eh?
Ja, unterhalte euch einfach mal ein bisschen. Ist ja nicht, dass du irgendwie morgen wieder arbeiten musst oder so. Erzähl mal eine lustige Geschichte, das wäre doch was, oder? Oh, Edoroy! Renglar. Mogarish Brenabu. Brenabu? Ah, Abedola. Die Gespräche zu synchronisieren, macht nicht so viel Sinn, weil ich keine normale Stimme. Dann könnte ich mit deinem Brenduli reden. Alter, ich habe einen T-Rex verhaftet in meiner eigenen Serie von Die Sims. Die sitzt übrigens auf meinem Sofa, das im Bett ist. Also wie viele Gläser Wasser willst du eigentlich noch holen? Mal laut. Kannst alleine spielen? Spiel alleine, komm. Warum kommt der denn da nicht dran? Ist die falsch rum? Wo ist denn da die Werkbank im Weg, bitteschön? Wenn ich jetzt nach vorne stelle? Kann's ja wohl nicht sein. Leute, ey. Hoppala, bleibt da. Und ich will nicht am Raum arbeiten. Was überschneidet das denn? Ach so, das Bild. Können wir auch da an die Wand hängen, oder? Wände hoch, bitte. Oh ne. So. Runter. Also die Werkbank fehlt ja trotzdem noch. Egal, lassen wir es erstmal so. Ich bleibe jetzt mal draußen stehen. Jetzt spielt doch mal zusammen. Brauchen die ein Sofa oder was? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Immerhin kann er jetzt ein Spiel spielen. Alleine. Oh, Mann. Eins mit der Fernbedienung. Weil? Aha, okay. Eine Fernbedienung ist eine Verlängerung von Körper, Geist und Seele. Ja. Ich meine, dass man auch so den Spaß aufbessern kann. Oh, Bashni. Kannst du noch dein Lunchpaket machen? Öffnen, du hast ja noch was. Hey, du bist bestimmt müde, aber du musst noch was essen und dann nochmal die Toilette benutzen. Ist das doch? Ja. Was schlecht wird, ne? Genau. Dann kannst du dein Bett wieder ausklappen. Und dann kannst du schlafen gehen. Es stehen überall Gläser rum. Oh, es ist nicht stecken geblieben. Schlafen. Sehr schön. Wenn du aufstehst, erstmal aufräumen. Joa. Ich würde sagen, es war auch ganz erfolgreich. Schade, dass wir jetzt nicht zusammen zocken konnten. Wäre natürlich noch besser gewesen. Gleich im Anschluss zu dieser Folge streamen wir noch ein kleines bisschen Anno 1701. Oh, muss ich gucken, dass ich nicht so spät kommen. So, räum mal auf. Dann futterst du noch ordentlich was. Frühstücken, Haferbrei, gesund. Ne? Ja gut, dass das Geschirr auch verschwindet, wenn du es spülst.
Du gehst natürlich zur Arbeit. Ach, jetzt zieh doch einfach mal dickere Klamotten an, Junge. Und ess mehr Haferbrei. Wenn du noch nicht satt bist, ess mehr. So. Und... Oh, räum das gleich weg. Jawohl. Ey, du bist mir wieder viel zu spät bei der Arbeit. Egal. Und wie der Arbeitstag läuft, das erfahren wir in der nächsten Aufnahmesession. Macht's gut. Bis dahin.